Mensch, Lenny, mein Bester, hast aber auch an alles gedacht, wa? Nüsse, Körnchen, Chips und Bier, das gönnt mir mein Lenny-Tier. Hey, denkst du, lass mich da lumpen, Alter? Ich hab 2 Jahre als Veranstaltungsdingens, wie hieß das noch? Ach ja, Manager gearbeitet für eine Partyfirma. Mir kannst nichts vormachen, aber was schauen wir denn heute Abend? Also heute ist Dienstag, wir haben 2 Möglichkeiten. Auf LBC läuft Melken mittendrin und ich schalte einfach mal hin, wir gucken mal. Na toll, aber was ist das eigentlich? Naja, Malcolm ist so ein hochbegabter Junge, der eine total kaputte Familie hat. Werner? Wie Werner? Na, hochbegabtes Kind, so wie Werner halt. Und kaputte Familie natürlich. Hey, das glaube ich kaum. Denn wenn einer 30 Jahre lang für die Gewerkschaft den Arsch hingehalten hat, das zeugt nicht sonderlich von einer Form der Begabtheit oder des Begabtseins. Normal nennt man sowas nämlich Opferrolle. Das wird wohl so sein, aber erzähl mal weiter. Naja, also die Mutter, die hat eine Schraube locker, der Vater auch. Malcolm ist hochbegabt und seine 4 Brüder, die sind auch total durchsinnig. Bis auf das mit dem Hochbegabt passt das voll auf Werner. Er hat auch 4 Brüder. Mann, voll die Parallelen. Seine Mutter war so, wie ich hörte, auch in der Lallaburg. Was ist denn das schon wieder eine Lallaburg? Also ich weiß ja, dass es mal Ritter gab und die in Burgen hausten. Aber Werner als Burgbesitzer, nee, das kann ich mir ja nicht vorstellen. Mann, Murat, du bist eine Pflaume. Die Lallaburg ist doch die psychiatrische Abteilung in der Charité. Naja, ist auch egal, aber irgendwie erinnert mich das auch ein wenig an Roseanne. Weißt du noch, haben wir früher immer geguckt, wenn Caro auf der Uni war. Was war denn da nochmal? Also ich weiß, dass ich immer Rosinen genascht habe. Lecker mit Schoko überzogen. Das auch, Murat, das auch. Also, erinnere dich mal, da war doch die dicke Rosi mit ihrem Mann. Wie hieß der denn noch gleich? Drin, drum, dumm, drin, Dan hieß der, genau. Und er hatte eine total durchgeknallte Schwester. Ganz zu schweigen von den irren Kindern. Da war doch noch eine Serie, Mann. Nicht so ein Mist wie heute. Mann, das klingt so ähnlich wie bei den Schmitz aus dem 2. Stock. Naja, aber nun wieder zum Elken. Die erleben eigentlich immer klasse Sachen, ey. Hey, ich würde ja glatt sagen, das ist zurzeit das TV-Highlight schlechthin. Aber wir hätten hier noch 2½ Men. Oh, eine ganz coole Sache. Das klingt wie wir 2 in der Schenke und Werner dabei. Hey, er ist auch nur eine halbe Portion. Davon mal abgesehen, könnte ich mir darunter auch ein Schmuddelporno vorstellen. 2 Frauen und ein Vibrator, an dem der Brumm kaputt ist. Du und deine Fantasien, ich erklär dir das mal. Also, das sind 2 Brüder, naja, und der eine heißt Charlie und der andere Ellen. Ellen hat eine Frau und die hat sich von ihm getrennt. Und nun wohnt er zusammen mit seinem Sohn bei seinem Bruder Charlie. Ach so, und Jake ist der halbe Mann. Ich verstehe. Aber ich meine, was ist denn an der Serie so toll? Sowas gab's doch fast damals, schon immer überall, bei Full House zum Beispiel. Weißt du noch, damals die 3 Brüder, die zusammen gewohnt haben, mit den kleinen Zwillingen und so? Ach Quatsch, Alter, das ist was vollkommen anderes. Charlie zum Beispiel hat jede Woche eine neue und Ellen ist so der bodenständige Typ. Voll anders, ich verstehe schon, total anders. Ich weiß schon, warum ich seit 3 Jahren nur noch Discovery Channel und D-Max gucke. Da lernt man auch was. Da spielt das echte Leben. Also ich habe von Malcolm und Ellen 3-mal so viel gelernt, als wenn ich 3 Jahre Doku-Filme ansehen würde. Mag sein, mein Bester, mag sein. Aber weißt du, was ich hab? Ich hab eine bessere Idee, als hier rumzuhocken. Ach, deswegen habe ich den nicht gefunden. Was? Wen hast du gefunden? Na, die Flasche Bacardi, ist ja klar. Wenn wir draufhocken, dann kann ich den ja auch nicht sehen. Nein, mein Bester, das meinte ich eigentlich nicht. Damit, ich dachte, wir machen jetzt eine Ziehung und wandern in die Marktschenke. Da hast du 2½ Men und Malcolm mittendrin plus Bildungsprogramm auf einmal. Stimmt, Thomas und Günther sind 2, Werner ist der Half-Man, Jürgen benimmt sich wie Malcolm und eine Bildzeitung vom Lesezeug hängt immer an der Wand in der Schenke. Genau, und als Bonus zum Bildungsprogramm brauchst du nur zuschauen, wenn Werner Gabi um die Rechnung bescheißen will und seine Zauberrechnung auspackt. Okay, Plätze aus und ab in die Marktschenke. Ganz genau, da bin ich dabei. Berlin. Du bist so wunderbar.